Na komm jetzt aber hier. Komm, komm, komm. Hier mit der Rocket Launcher an der Fresse. Alter. Jo, jo, ihr Zocker, willkommen zurück. Wir haben eben, also im letzten Part, ein paar Missionen von Bernie gemacht und ich habe fälschlicherweise ihn ein paar Mal Boris, glaube ich, genannt. Habe ich hinterher erst gesehen. Ich habe die Karre hier mal geparkt und in der Zwischenzeit habe ich mal gespeichert. Muss ja auch mal sein. Wir haben jetzt tatsächlich, doch, hier sind noch zwei Missionen. Ich dachte, wir hätten nur eine. The Phil Bell und der Derek. Und zum guten Derek werden wir uns jetzt mal ein Taxi besorgen. Ja, da steht eins, aber da müssen wir selber fahren. Ne? Aber die Karre hier sieht schon geil aus, hier, die, ne? Oh, die ist ja leckerchen. Und da ruft der Dimitri an, der Penner. Was will der denn? Nico Bellic. What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Now that I hear you are friends with Bryce Dawkins and Bernie Crane, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contracts. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Ja, auf den guten Dimitri ist der Nico nicht zu sprechen. Und da hinten... Was ist hier los? Halt! Bleh. Komm, nimm das Taxi jetzt. Mein Taxi! Raus hier! So! Hier ruft keiner die Cops. Schluss jetzt. Auf zum Ziel. Zum Derek. Der Penner Derek. So, wieder ganz viele Limousinen unterwegs. Und, so, zur Hölle müssen wir da hinten noch hinlaufen. Was ist das denn hier? Ach, das ist bestimmt wie so ein... Ach, das ist hier am Hafen irgendwas. Ah, okay, dann laufen wir da hin. Haben wir sonst nichts zu tun. Ich hoffe, das ist hier richtig. Oh, voll hier unten in so einer Gasse und so. Jetzt wird es wohl ganz, ganz düster hier in GTA. War es ja die ganze Zeit noch nicht. Diesen ganzen Mord und Totschlag hier und überhaupt, du hast das Ziel erreicht. Oh, 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 was geht denn hier? Hallo? Baby, Babysitting. Boot fahren, schon wieder. Aha. Du musst zu Kims Boot. Und Kims Boot ist wo? Okay, da hinten. Nicht wieder einmal um die ganze Insel fahren. Ich glaube... Came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, Dave. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. I know how it feels to be betrayed. You got that look about you. So, ich wollte noch ein bisschen gucken, was der sagt. Deswegen habe ich angehalten, um diese Sequenz noch nicht auszulösen. You Parks Boy? Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Das Heck beschützen. Okay, das heißt, hier wird gleich sicherlich wieder Action sein. So, ich Another immigrant, arriving in this city, trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. What the fuck is this? Think I gotta go! Use our boat to kill him from these fuckers! I don't give a shit if this thing stinks!
I'd rather swim home tonight than come back tomorrow to die for those notes. Wuhuhu. Wollen sie beschützen, ja. Da ist noch einer drauf anscheinend. Na komm, kriegen wir den jetzt noch oder nicht? Jawohl, ach du Scheiße, da kommt der nächste. Ja, ich kann leider nicht schneller fahren, ist das Problem. Na, runterziehen die Nase. Was kommt jetzt da? Der Heli jetzt auch, oder was? Na super. Okay. Dann machen wir das mal. Gucken, ob ich ihn treffe. Ich glaube es nicht so. Nicht von dieser Entfernung. Können wir nochmal fahren? Das wird ja so nix. So wird das ja nix hier. Na komm jetzt aber hier. Komm, komm, komm. Hier mit dem Rocket Launcher an der Fresse. Alter. Trefft den doch. Ja. Sehr schön. Zum Glück ist das Ding nicht auf das Boot selber drauf geknallt. So, Folge Kim und der fährt natürlich nach da links, ne? Komm, dann... Boah, wir haben wieder ganz viel Zeug hier verballert. So, was ist jetzt mit ihm? Warum fährt er nicht mehr schnell? Tuckert da durch die Gegend? Komm, mach hin, der muss ich anschubsen oder was? Schubst dich dich an hier. Bums. Mach hinne, fahr schneller, Mann. Also das ist jetzt ja aber wirklich... Das ist doch nicht richtig, oder? Im Vergleich zu zuvor. Hier übrigens sehr schön nicht fertiggestellte Brücke. Wo fährt der hin? Ach so. Oh oh. Aha. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Ja, super. Da wären wir dann mal wieder eine Mission weiter und wir kriegen 100%igen Anruf. Lass mich raten, da kommt jetzt gleich ein Anruf. Ach, wir stehen jetzt hier bei diesem Burger Shot. Sehr schön im Arbeiterviertel dahinter. Dahinter. Also dahinter war der Bootssteg, wo wir gerade waren. Na komm, kein Anruf. Da fährt ein Taxi. Schnell mal die nächste Mission einloggen. Denn der Bernie ist wieder auf der Map, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Oha, was macht der denn da unten? Ne, das haben wir jetzt schon einmal gemacht. Phil Bell und nochmal der Derek. Kommt, Leute, machen wir noch eine Derek-Mission. Wenn wir schon dabei sind, dann fahren wir mal mit dem Taxi dahin, ne? Hallo, Taxi. Ja, komm. Der ist sogar frei. Sehr schön. Müssen wir keinen raushauen hier. Halt's Mauler. Ja, so. Gut, Munition haben wir ja doch noch 901 oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Das reicht erstmal. Boah, $60, er hat das gekostet, ey. Ich glaube, ich muss mal hier wieder ein Taxi hauen. Hm. Scheiße. Naja, okay. Ach, da wären eh die Bullen gekommen, dann wäre das nicht so gut gewesen. So, Derek ist wieder im Park. Tunnel of Death. Right, boy? Yes. Good. How do you do it?
I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. You and me. The same. The same. Ich glaube nicht. Oh, krieg mal deine Hand unter Kontrolle, Mann, ey. Ja, super. Wir müssen wohin? Sag mal hier. Wo ist denn der Punkt? Wo ist das Ziel? Okay, kommt jetzt noch was? Fehlt noch was? Ah, ein Anruf. Eine Packy? Was macht der denn jetzt? Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Okay, den Truck holen. Naja, im Tunnel, das kann ja heiter werden. What? Da oben ist das Ding. Okay, wir brauchen doch noch eine Karre. Ich dachte, das wäre hier irgendwie um die Ecke. Lass mal gucken, was steht denn hier gerade so zur Verfügung. Ach ja. Wenigstens sind ja ein paar Autos da. Was macht der denn da drin? Oder die? Hallo? So, wir brauchen was zum Fahren. Motorräder sind da. Ach komm, wir nehmen jetzt mal. Huch. Nee, das ist weg. Ey, wenn du mich anhubst, Alter, dann kriegst du eins in die Fresse. Oder ich nehme dein Auto. Ganz einfach. So. Joppi. So. Also, dann... Hä? Schon die Motorhaube im Arsch. Was ist das denn für ein Auto, ey? Ja, fahren wir mal mit dem Auto. Ich wollte eigentlich ja jetzt mal ein Motorrad nehmen. Weil ich ja sonst so ungern fahre in Missionen, aber vielleicht so zwischendurch. Das bestimmt man nicht ganz so schlecht. Ja. Nö. Passt doch hier. Ab und zu einfach nur mal bremsen, dann läuft das hier alles. So. Das heißt wieder Truck fahren. Das haben wir ja schon mal gemacht. Vor ewig, ewig, ewig vielen Parts. Wird bestimmt lustig. Hahaha. Beim letzten Mal, als wir Truck gefahren sind, hatte der Sprengstoff geladen. Und wir durften nicht zu schnell fahren und so. Und hier, ja. So. Hier geht's links weiter. Das ist, glaube ich, schon rechts der Tunnel, an dem wir jetzt vorbeigefahren sind. Den wir, huch. Na toll, das war wieder Einbahnstraßenkacke, deswegen so ein Umweg. Hier ist, glaube ich, demnächst mal eine neue Hütte. Noch nicht, aber man sieht ja hier schon den Parking, den Parkplatz. So. Da ist der Truck. Was ist das denn hier für eine geile Auffahrt? Achso, es ist so ein Parkdeck hier nur. Naja, gut, okay. Dann parken wir mal hier. So. Perfekt. Direkt am Ziel. Wunderbar. Schön, haben wir uns den Truck. Und dann hauen wir ab. Nämlich im nächsten Park. Den Rift Truck. Schnappen. Biff Truck.
schnappen wir uns, ja. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und dann sehe ich, dass ich weiter zocken soll. Und abonniert mich. Ja, bis dann. Tschüss.